eins links, eins rechts. Der Schwarze bin ich dabei. 200 Auftritte haben die 37 Schäffler und die Musikkapelle Kirchheim in den nächsten 9 Wochen bei jedem Wetter vor sich. Trotz des Wiesenwetters ließen es sich die Kirchheimer und Kirchheimerinnen nicht nehmen, die Schäffler bei ihrem ersten Auftritt zu besuchen. Gemeinde Kirchheim, insbesondere bei Maximilian Beitel, Marianne Hausladen, Gerd Kleiber und beim Gemeinderat. Ein Dreiberhäus, vivat! Ho! Vivat! Ho! Vivat! Ho! Tolle Erschienen sein! Auf unsere Bürger, ein Dreifaches! Vivat! Ho! Vivat! Ho! Vivat! Ho! Ja, liebe Gäste,
Liebe Kerhamer Schaffler, damit ist es soweit. Das diesjährige Schäfflerjahr ist eröffnet und ich darf euch ganz, ganz herzlich Danke sagen für diesen ersten Tanz. Es ist mir eine sehr große Ehre, dass ihr hier vor dem Rathaus das Schafflerjahr 2019 eröffnet habt. Herzlichen Dank. Seit 1949, nämlich also zum 10. Mal, tanzen die Schäffler jetzt ohne Unterbrechung. Damals waren die Gründer der Schäfflerzunft Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Bauern, Handwerker, Dienstboten. Und auch heute wieder ist es eine feste Gemeinschaft aus unterschiedlichen Charakteren und Herkünften. Was alle Generationen der Schäffler immer miteinander eng verbunden hat, ist die Liebe zur Heimat. Ein herzliches Vergelt's Gott allen Schäfflern dafür, dass ihr unser bayerisches Brauchtum hochhaltet. Herzlichen Dank euch allen. Ja, damals war es die Pestzeit, deren dunkle Stimmung vertrieben werden musste. Heute geht es uns eigentlich allen gut, zumindest hier im Münchner Umland. Und trotzdem gibt es ja nach wie vor so viele Gründe dafür, dass ihr mit euren Auftritten die Lebensfreude zu den Menschen zurückbringt. Ihr schafft frischen Mut. Lasst uns diesen Mut bitte auch über den Aschermittwoch hinaustragen. Gemeinsam, voller Lebensfreude und mit klarem Blick auf alles, was kommt, hinein in eine wunderbare Schafflerzeit. Ich freue mich möglichst oft dabei zu sein und wünsche euch bestes Gelingen. Vielen herzlichen Dank, ein herzliches Vergelt's Gott auf eine herrliche Schafflersaison 2019. Wir freuen uns, dass es nun endlich losgehen kann und dass ihr, liebe Freunde der Schäfflerzunft Kirchheim, trotz gestriger Unwetterwarnung und den winterlichen Temperaturen heute den Mut hattet, wieder auf die Straßen von Kirchheim zu gehen, um uns bei unserem ersten Auftritt so zahlreich zu begleiten. Ab heute treten insgesamt 13 junge Kirchheimer wieder als Schäffler in die Fußstapfen ihrer Großväter. Jetzt bleibt uns nur noch, uns eine schöne und unfallfreie Schäfflersaison ohne Zwischenfälle, mit netten Begegnungen, vielen Zuschauern und kalten, aber trockenem Wetter zu wünschen. Kleine Erinnerung, die vielleicht einen Platz in deinem Büro finden wird, dass du die Schäffler auch in deiner Arbeitszeit quasi immer präsent hast, wenn wir unterwegs sind. Vielen Dank. Ah, ein Kirchheimer Schäfflertanz ohne unseren Kasperl. Aber wir noch nicht. Wir bedanken uns bei unseren Frauen, dass wir wieder mitmachen dürfen und so lange kurz bleiben. Danke, Mausi! Da sitzt! Da! Wir sehen uns Forschungsdienstag. Jahren. Die diesjährige Kasperzeit wird Ihnen unter dem Motto präsentiert, die Mumie geht zurück. An Kasperrente haben wir nach 2012 gedacht, da haben sie uns alle ausgelacht. Aber unsere Kasperrenten, die haben so gering, deshalb sind wir doch nochmal auf Fassel gestiegen. Aber der Vorstand hat sich geschnitten. Wir werden jetzt nämlich um Altersteilzeit bitten. Aus diesem Grund, da darf ich sagen, spannen wir jetzt die Jungen vor den Karren. Wir behalten sie natürlich im Visier, aber da in der Ruhe bei einem Bier. Jetzt eine kurze WhatsApp, dann kommt sie schon, die neue Kasperl-Generation. Wo seid ihr jetzt drin? Wo sind wir als Kurser? Der erste Tanz ist am neuen Rathaus. Aber das haben wir nicht gefunden. Langsam, Kasperl-Generation 2.0 ist jetzt da.
wurde auch Zeit nach 7, 14, 21 und 28 Jahren. Passend zu den neuen Kasperln in unserem Verein ziehen auch ganz neue Sittner in Kirchheim ein. Die Gemeinde zahlt viele Scheine, reißt raus die ganzen Pflastersteine. Der Dorfplatz, der soll noch schöner werden. Quasi ein Pflastersteinhimmel auf Erden. In die Landesgartenschau kommen Bäume und Bäche und dazu braucht man auch noch einen Haufen Ausgleichsfläche. Landesgartenschau, Ortsmitte und Bürgerhaus. In der Gemeinde schaut es bei der nächsten Schaufelzeit dann wieder ganz anders aus. Man weiß noch nicht, wie die Chancen stehen, ob Rathaus und Ortsmitte vom Berliner Flughafen in Betrieb gehen. In der Florianstraße, da beschweren sich Leute, seitdem hat Kirchheim in ganz Bayern eine neue Besonderheit. Denn wenn bei der Feuerwehr die Sirene geht, die Einbahnstraße nun im Wege steht. Und so gilt auch dieses Jahr, mit den Faxen ist jetzt gar. Wir Kasperl, wir werden Obacht geben, dass wir euch bei den Auftritten regelmäßig sehen. Und die Braven, die werden wir mit Farbe beschenken. Beim Blick in den Spiegel könnt ihr dann immer an uns denken. Wir freuen uns auf einen Haufen Leute und hoffen, wir haben eine schöne Zeit. So, und wir sind guter alter Tradition, heißt, auf eine friedliche Wiesn.